Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Es ist wieder Popfigurenzeit und ich habe mir eine neue Popfigur gekauft und quasi den BB-8 von Star Wars. Der war gerade im Angebot bei MP und da habe ich gesagt, für 9,99 € bestelle ich mir den mal. Ich bin ja ein riesengroßer Star Wars-Fan. Und ja, wollen wir uns mal den Karton genauer angucken und dann gucken wir mal weiter. So, Popfigur. Star Wars, die Nummer 61, BB-8 oder BB-8. Hier kann man durchs Fenster schon mal die Figur sehen. Hier ist das kleine halbe Artwork von der Figur. Hier steht nochmal BB-8, Pop 61. Hier hinten könnt ihr noch sehen, welche Figuren es noch von dieser Serie gibt. Rey, Finn, Kylo Ren, BB-8 und so weiter und so fort. Wer es genau lesen möchte, kann es gerne Pause machen und sich das durchlesen. Hier unten ist Star Wars com Disney. Ne? Könnt ihr sehen, das ist ein original lizenziertes Produkt. Sind ja alle lizenziert bei Funko Pop, sonst würden sie die nicht rausbringen. Und hier der gesamte Artwork vom BB-8. Die 61 Pop. Hier oben wie immer auch noch mal der halbe Kopf. Star Wars Pop und unten die ganzen Warnhinweise. Made in Vietnam, www.funko.com und so weiter und so fort. Plus drei Artikel, also Kinder unter 3 Jahren sollten den nicht benutzen. Es ist ja auch kein Spielzeug, es ist ja eine Sammelfigur. So, dann würde ich sagen, packe ich den mal aus und dann sehen wir uns gleich wieder. So, und da sind wir auch schon wieder. Ja, die Star Wars Pops haben ja immer so einen Ständer, den kann man auch abnehmen, habe ich letztens festgestellt. Ich habe schon einige Star Wars Funko Pop Figuren, ich wusste nicht, dass man den Ständer abnehmen kann. Ja, kann man aber. Man kriegt den dann bloß nicht wieder richtig rauf, oder? Doch. So, ja, die Star Wars sind ja alle Bubblehead. Und ja, es ist ein schöner Pop, finde ich. Sehr, sehr, sehr schön bemalt. Normalerweise packe ich die einmal vor aus und gucke die mit einer Taschenlampe, ob da irgendwelche Fehler zu sehen sind. Habe ich diesmal nicht gemacht. Mich stören die Fehler aber allerdings auch nicht. Nee, der ist aber sehr sauber bemalt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe schon Schlimmere gesehen. Ich muss den mal aus dem Bild nehmen, weil sonst klappt das mit dem Autofokus irgendwie nicht so ganz. Nee, also mir gefällt diese Popfigur sehr schön. Sehr, sehr schön bemalt. Ja, hier sind ein paar Fehler, die meine ich immer. Ne? Aber sie sind immer alle handbemalt und da muss man auch mal kleine Farbfehler verzeihen können. Genauso wie hier oben denke ich auch mal, dass es ein Farbfehler ist. Aber wie gesagt, mich stört das gar nicht, denn das macht so eine Figur eigentlich auch erst das aus, wozu sie, also was sie ist. Ne, wenn sie mit Maschine bedruckt wäre, wäre sie ja wahrscheinlich perfekt, aber das wollen wir alle gar nicht. Wir wollen ja so ein bisschen, dass sie nicht alle gleich aussehen, sondern dass sie auch ein bisschen verschieden aussehen. Ne? Das macht ja auch so eine Figur immer aus. Ja, wie gesagt, hier unten ist denn der Stempel drauf, damit wir auch wissen, dass es ein lizenziertes und ein echtes Produkt vor allen Dingen ist vom Funko. Ne? Auch mit dem Lukas-Film und so weiter. Zeichen drauf. Sehr schön. Made in Vietnam, habe ich ja schon erzählt. Und es ist eine Bobblehead, das heißt, der Kopf ist auf eine Feder angebracht und die bewegt sich dann. Sehr schön finde ich das. Sehr, sehr, sehr schön. Ja, was sagt ihr zu der Figur? Sagt ihr, ja. Die kann man sich holen oder sagt er, nö, Star Wars ist gar nicht so mein Ding. Muss ja auch jeder selber wissen. Mir gefällt die sehr gut. Ich bin ein großer Star Wars-Fan und ich freue mich auch schon auf den neuen Film, der jetzt demnächst im Dezember rauskommt. Star Wars 8. Ja, dann würde ich sagen, war es das zu diesem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn das Video euch nicht gefallen hat, lasst einen Daumen nach unten da. Über Kommentare würde ich mich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Video. Bis bald und tschüss.